Jo, was geht ab? Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, habe mich in meine Sportklamotten geschmissen und werde jetzt Sport machen. Und zwar ist heute dran ein 44 Minuten Cardio Hit und Total Body Strength Stretching. Was auch immer, Workout von Fitness Blender. Und das werde ich jetzt machen. Juhu. Fertig. Oh, ich bin im Stress. Ich habe mich jetzt geschminkt. Warum sind hier überall Katzenhaare? Ich habe mich auch wieder ein bisschen mit der neuen Palette geschminkt. Die ist echt schön. Und werde gleich zur Arbeit müssen, denn ich muss heute, also heute ist ja wieder Kino, aber überall Macken. Aber ich fange heute gute 4 Stunden vorher an, also früher als sonst. Und deswegen, ja, ich habe Sport gemacht, meinen Vlog geschnitten, mich geschminkt. Ich habe auch noch nichts gegessen, außer ein Skier. Und das für den ganzen Tag ist ein bisschen wenig. Deswegen mal gucken, ob ich irgendwie später dann Pommes oder sowas esse. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen im Stress, weil 4 Stunden vorher sind 4 Stunden vorher, ne? Ja. Kurze Frage, wie gefällt euch mein neues Intro? Ich hoffe gut. Ich hoffe gut. Und ich wollte euch was zeigen. Und zwar habe ich dieses Riesenpaket zugeschickt bekommen von Ibons, Ingwerbonbons auf jeden Fall. Und werde da auch einige Probiersets an euch verlosen können, und zwar 20 Stück. Und um euch mal zu zeigen, was es von dieser Marke gibt, packen wir das jetzt mal gemeinsam auf. Aus. Kann nicht sprechen. So, das ist auf jeden Fall schon mal voll. Also, hier haben wir 2, 3 kleine Probierdinger. Dann haben wir Ingwerbonbons mit Mango, die Klassik, Orange, Waldfrucht, Zitrone, also sehr, sehr viel. Dann haben wir 2 Ingwerdrinks, Zitrone beide, Ingwertropfen mit Vitamin C, 2x täglich 15 Tropfen in Wasser oder in einem anderen Getränk einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenpulver Ingwerwurzel. Mmh. Perfekt zu dosieren, direkt zu konsumieren, milde, schärfe, zitronige Frische. Ja, klingt doch interessant. Und dann haben wir hier noch kleine Packungen. Klassik, Mango, Karamell, Erdnuss, oha. Pfefferminze, Zitrone und Orange. So, das ist da auf jeden Fall überall drin. Und ich würde sagen, wir probieren mal, oder? So, ich habe jetzt mal das Waldfruchttütchen aufgemacht, weil Waldfrucht ist so das, was mich am meisten reizt. Reizt? Reizt. So. So sieht das Ganze aus. Probieren wir mal. Die sind auf jeden Fall weich. Kann man auf jeden Fall kauen. Also, sie schmecken auf jeden Fall nach Waldfrucht. Man kann sie gut kauen. Sie sind weich. Also nicht diese harten Lutschbonbons. Schmecken auch ein bisschen nach Ingwer, sind am Anfang nicht sehr scharf und dann, je länger man kaut, desto mehr kommt die Schärfe durch, aber nicht so krass, dass man so denkt, boah, voll scharf, sondern angenehm. Also ist eigentlich echt eine angenehme Schärfe. Ist ganz geil eigentlich, weil so ein, ich glaube, ich hatte noch nie so ein Bonbon, was so ein bisschen schärfer war. Na gut, es ist halt aus richtigem Ingwer und das merkt man, aber trotzdem lecker. Ist mal was anderes so an Bonbons, das ist echt gut. Ja. So, ich habe jetzt nochmal Zitrone aufgemacht und werde jetzt Zitrone probieren. Also sieht auf jeden Fall genauso aus. So sehen die aus. So braun mit so ein bisschen so Puder drauf. Mh. Geil, schmeckt richtig gut nach Zitrone. Also ich muss echt sagen, oh, Laura spammt sich die Fotos aus New York. Die sind echt lecker. Hätte ich nicht gedacht, weil bei Ingwer, also ich liebe Ingwer vom Geruch, aber teilweise in vielen Kombinationen ist mir das halt zu scharf. Aber das geht echt, das ist halt mal was anderes. Jetzt probiere ich noch den Ingwer-Drink. Okay, ich glaube, er ist mit Kohlensäure. So wie es zischt. So. Auch gut. Schmeckt auch zitronig. Ist weniger scharf als die Bonbons.
Lecker. Kann man gut trinken. Schmeckt echt gut. So, dann mal noch ein paar kleine Facts. Da, was ist er hier eigentlich? Damit ihr wisst, Mann, was ihr da gewinnen könnt. Also, es sind Ingwer-Bonbons. Die sind erhältlich bei Rossmann, DM und in Apotheken. Es sind Kaubonbons mit frischem indonesischem Ingwer. Sind keine Aromen oder getrockneter Ingwer. Sie sind lecker, gesund, fruchtig, scharf und außergewöhnlich. Und ein Insider-Tipp unter den Ingwer-Liebhabern. Also, wenn ihr Ingwer mögen solltet, ist das, denke ich mal, das Richtige für euch. Ja, und da kann ich auf jeden Fall 20 Sets an euch verlosen. Ich werde da jetzt ein Bild posten auf Facebook und Instagram und werde dann jeweils 10 Sets verlosen. Also 10 auf Facebook und 10 auf Instagram. Und die Beiträge zu den Verlosungen findet ihr auch hier in der Infobox. Also wenn ihr da mitmachen wollt, klickt da einfach drauf. Und dann wünsche ich euch viel Glück beim Gewinnspiel. Und wenn ihr gewinnt, lasst es euch schmecken, die leckeren Ingwer-Sachen. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit und ich werde da heute den ganzen Tag sein. Ich muss nämlich jetzt noch alles wieder aufbauen von Juicy Beats, damit heute Abend ganz normal Kino sein kann. Ja, juhu. Hehehe. Ja, dann schauen wir uns mal an, was hier so abgeht. Aber ich glaube, es ist alles echt in Ordnung. Hier steht schon alles. Also ich glaube, allzu viel ist gar nicht. Wollen wir mal gucken. So. Ach, das geht aber. Ein bisschen durcheinander, aber es geht. Würde ich jetzt behaupten. Ja. Läuft, Freunde. Oh ja, wir verkaufen heute Luft. Luft. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall machen und hier Kellar schief machen. Luft. Oh wow, Wein. Wein verkaufen wir. Nur Weißwein. Überall noch hier die Leute, die Juicy Beats aufräumen mit riesengroßen Autos und Schleppdingern und keine Ahnung was. Und was ist das hier so für ein Überbleibsel? Einfach so ein Zaun mitten auf der Wiese. Naja, dieses Juicy Beats. Ach, es ist ganz schön warm heute, Freunde. Aber das ist okay. Und gleich, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt aus meinem Livestream, kommt der Toast ohne Haar. Und leistet mir Gesellschaft. Jetzt kommen gerade Leute und gucken mich super dumm an, deswegen verpiesel ich mich mal. Ach ja. Mir fehlt eine Eistour. Fällt mir gerade mal auf. Ah, die brauche ich nicht. Also. Ja, dann reines Gefecht. Ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen Musik an. Mein Intro-Lied. Und jetzt müsste Thorsten! Thorsten ohne Haar! Yay! Das ist furchtbar aus mit Zopf. Sieht so scheiße aus mit Zopf. Warum? Voll, guck mal, weil ich so ein Mondgesicht habe. Nein. Doch, nein. Nein. Ich bin einfach so ein Kreis. Aber ist nicht so schlimm, ist warm. Weil hier ist schon mal 4 Grad da drin. Yay! Reicht, mehr wollen wir nicht. Heute. Oh. Ich hab's ja noch gar nicht erzählt. Das war ein bisschen laut, glaube ich. Mittlerweile ist es übrigens einige Stunden später, der Thorsten und ich. Wir sind jetzt hier, der Thorsten ohne Haar. Mittlerweile haben wir geöffnet. Wann haben wir eigentlich? Ich war kurz vor 3 war ich hier. Jetzt ist es 10 vor 9. Das ging eigentlich, ne? Also es kam mir gar nicht so lang vor jetzt. Wir hatten doch durchgehend was zu tun eigentlich. Ja. Ich war zwischendrin mal die ganze Zeit mit der Mopete unterwegs. Da, 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 da. Und stehen geblieben. Ja. Zweimal liegen geblieben mit der Mopete, weil der Akku leer war. Richtig ätzend. Aber naja, ich wollte euch auf jeden Fall sagen, dass Marens Video online ist, wo ich drin bin. Und es ist so schön. Ich konnte es mir noch nicht ganz angucken, ob wie es lieber ich auf der Arbeit bin. Aber ich habe einmal kurz reingeschaut. Und das ist sehr schön geworden. Ich werde es euch mal in die Infobox verlinken und guckt es euch auf jeden Fall an.
Ich habe einen Screenshot gemacht. Guck mal bitte, wie schön das ist. Hallo. Guck mal, wie süß das Bild ist. Oh, richtig süß. Ne? Ja. Also guckt euch das Video auf jeden Fall an. Ich werde es euch verlinken. Das war der schönste Tag ever. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Wir gucken, ob wir vielleicht später live gehen, je nachdem, wie viel los sein wird. Kann passieren. Ja. Das muss leider heute sein. Sonst wäre ich ein bisschen verhungert. Jetzt hier doppelt einmal. Wir gehen jetzt live mit Thorsten und Haar. Hier sind schon einige jetzt, die gerade am Stissel sind. Wenn es fokussieren würde, ja. Dass es so ein Mädchen gab, die extra so special Kaugummi erfunden hat, damit man das mit Zahnspangen essen kann. Yo, 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 yo. Oh, Steffen. Geh raus hier aus den Kommentaren. Hat Steffen geschrieben, grüß dich mal. Ja. Hello. Ich bin jetzt zu Hause. Ich habe jetzt Feierabend. Und ich muss mich jetzt noch ein bisschen an den PC setzen, weil ich noch ein bisschen was machen muss. Und dann schminke ich mich ab und dann werde ich bald ins Bett gehen. Und morgen, oh wow, freue ich mich. Da kommt nämlich was richtig, richtig Cooles an. Da freue ich mich schon mega drauf. Mega. Sexy Stirnband. Who's your daddy? Ja. Also, auf morgen freue ich mich sehr. Und wer von euch war alles im Livestream gerade dabei? Es war sehr cool. War wieder mal ein cooler Livestream. So, es ist jetzt genau auf die Minute. 0 Uhr. Ja, ich werde jetzt noch gut... Ja, eine Stunde auf jeden Fall am PC verbringen. Mal gucken, ich hoffe nicht allzu lange, also nicht länger als eine Stunde. Mal sehen. Okay. Aber ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht bei der Verlosung mit und guckt Marens Video. Bis morgen. Tschüss.